Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Partie, einem neuen Video. Die Partie habe ich schon vor einiger Zeit gespielt. Ich melde mich also sozusagen aus der Zukunft, irgendwie aber auch aus der Vergangenheit, egal. Weil ich im Moment irgendwie nicht mich in der Lage fühle, Mo zu spielen. Ein bisschen Magen-Darm und überhaupt, ja, keine Ahnung. Muss zusehen, dass ich bis Donnerstag, wo Bundesliga ist, wieder ein bisschen auf die Reihe komme. Wie gesagt, also die Partie ist schon etwas älter. Ich hoffe, ihr findet sie trotzdem spannend. Sie war auf jeden Fall ziemlich ereignisreich, wenn ich auch während der Partie meiste Zeit ein bisschen unzufrieden war. Vielleicht auch ein bisschen sehr. Das könnt ihr dann gleich mal sehen. Sonst sage ich einfach mal nichts zu der Partie. Am Ende kommt dann noch eine kurze KI-Analyse wie üblich. Ihr kennt das ja. Ansonsten, ja, also wie gesagt, wenn es mir nicht bald besser geht, dann kommt vielleicht am Mittwoch kein Video. Denke, Freitag müsste aber alles wieder in Ordnung sein. Und ich versuche auch, wenn es doch nicht so schlimm wird wie befürchtet, dass ich ja am Mittwoch, also schön im regelmäßigen 2-Tage-Rhythmus, ein Video anbieten kann. Wenn nicht, mögt ihr mir das bitte nachsehen. Ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne abonnieren, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Da müsst ihr euch nicht drauf verlassen, dass alle 2 Tage was kommt. Dann seht ihr das, ne? In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Jo, da haben wir einen Gegner schon gleich gefunden hier. Foxtrott. Immer, das passt ja hier auf Fox. Ja, mal schauen, wie es läuft. Hier steht der Gegner so. 10 zu 10 ausgeglichen. Okay. Ja, bei mir läuft es ja inzwischen wieder prima. Ich glaube, jetzt bin ich wieder plötzlich nur noch 3 Partien, also 3 Siege, am Stück allerdings auch von der Aufstufung zum Achtern wieder entfernt. Dabei wollte ich das doch eigentlich gar nicht. Ich wollte nur nicht mehr so viel verlieren als 7 dann. Und schon geht's in die andere Richtung, ne? Naja. Gut. Aber jetzt versuchen wir erstmal eine ordentliche Partie zu spielen. Spielen wir jetzt mal den hier. Nee, warum? Wir machen hier keine komplizierten Sachen. Vielleicht hätte ich auch hier das Doppelhane spielen können, aber ja, sei es drum. So, jetzt haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten. Ich könnte mal den spielen. Den spielen einfach, ne? Ich spiele einfach den, weil wenn er dann irgendwie in diesen Rand reingeht, dann guckt er mir nicht gleich irgendwie, wenn er dann eine Position hat, unten in mein Gebiet rein. Er geht aber erstmal gar nicht rein. Ja, dann hier jetzt. Machen wir so einen. Machen wir so einen. Bisschen weiter, aber jetzt will er sich da bestimmt nicht mehr ganz brav ausdehnen. Jetzt greift er natürlich meine Gruppe hier an. Ja, auch damit hatte ich ja fast gerechnet. So, jetzt muss ich allerdings vielleicht doch mal langsam hier raus, ne? Jetzt biege ich da noch um. Kann jetzt natürlich das Atari geben, aber wenn ich hier einfach decke, da haben wir andere Möglichkeiten sogar noch. Ja, Crew könnte man eventuell auch spielen, ne? Ich spiele hier. Wenn ich da spiele, kann ich danach ja immer noch nicht da spielen. Ne? Also wir decken jetzt mal. Er gibt vielleicht Atari.
Dann kann ich mir überlegen, was ich hier jetzt mache. Wahrscheinlich brauche ich hier nicht decken, ne? Ich decke mal hier. Kann ich hier auf den Zug vielleicht ein bisschen besser Widerstand leisten? Der ist ja jetzt nicht mehr so wichtig, wo er alles im Prinzip gedeckt hat. Bräuchte ich hier noch irgendwie 7 oder 8 weitere Züge, ein bisschen übertrieben, 2 oder 3 weitere Züge, um diesen Defekt hier ausnutzen zu können. Deswegen lasse ich das einfach mal bleiben. Okay, er hat jetzt ordentlich Punkte wahrscheinlich am oberen Rand. So, wenn er da jetzt noch mal zieht, vielleicht 40 Punkte. Aber sonst hat er ja nichts, ne? Ja, gut, den Sack voll Komi noch. Sagen wir 50 Punkte ist so meine Zielgröße. Könnte ich die irgendwie kriegen, wenn ich da 10 Punkte habe? Hier irgendwie 20, hier 10. Ja, ein bisschen fehlt da noch. Aber vielleicht kann ich ja irgendwie die angreifen oder die hier angreifen. Oder aber er kriegt ja halt eben keine 40 Punkte, sondern nur 30 oder so. Ecke ist ja auch noch offen. Ich denke, die Partie ist einigermaßen ausgeglichen. So, wenn er jetzt hier spielt, hier, hier. Könnte auch da spielen. Nee, ich mache hier einfach Punkte. Für Punkte, Punkte. Hier, ja, ne? Er wird schon da decken irgendwie und dann diese Treppe hier. Die läuft nicht für ihn. Ne? Jetzt hat er da natürlich vielleicht eine schöne Koderung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie hier noch einen weiteren Zug spielt und ich das Ko gewinne, dann hat er hier ja auch nur noch Trümmer stehen. Die sind ja auch noch schwach. Das Ko kann er nicht spielen, behaupte ich jetzt einfach mal. Weiß allerdings nicht, ob mir der Zug überhaupt was bringt, wenn er jetzt einfach deckt. Aber immerhin bringt er mir Zeit. Er überlegt jetzt endlich auch mal ein bisschen. Aber da kann ich doch jetzt irgendwie hier einfach erstmal blocken. Und auf den werde ich einfach decken. Ne? Dann bringt es ihm doch immer noch nichts. Er kann jetzt ja wahrscheinlich nicht hier spielen, oder? Kann er? Glaube ich nicht. So, der nächste Zug, der wird dann nicht beantwortet. Der vielleicht doch. Ach Mensch, immer überlege ich es mir wieder anders.
Yoyomi now starts. So, so, so. Kann er hier schneiden, ne? Ja, ist zwar schön für ihn, da unten zwei Züge am Stück zu kriegen, aber ich glaube hier, das ja, ist ähnlich groß, ne? Zumindest. Und hier hat er jetzt ja auch nichts erreicht. Eher irgendwie einen sinnlosen Zug oder Stein aufs Brett gelegt. Ja, und das sieht ja jetzt aus wie Yoyomi now starts. Eine Ecke mit Kakari, wo ich dann invadiert bin sofort, ne? Mein schönes Mojo am rechten Rand ist jetzt plötzlich irgendwie doch ziemlich viel Einfluss für ihn. Mit zwei Steinen von mir da mittendrin, wo er jetzt einfach angreifen kann, ne? Aber er hat auf den nicht geantwortet. Jetzt hier oder spiele ich nur die? Nine, eight, seven, six. Ich spiele den, damit er hier nicht unten rum verbindet, weil die Steine sind eventuell auch noch schwach und hier macht er so viel Gebiet ja eh nicht, wenn ich da noch vielleicht hier springen kann oder ähnlichen Kram. Nein. Deswegen spielt er da so. Die Steine sind gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich bin da draußen und vor allen Dingen vor ihm hier noch. Binden kann er hier ja nicht, ne? Jetzt möchte ich doch hier decken und da noch spielen nach Möglichkeit. Nein. Wir schließen ihn erstmal großzügig ein, hier, großräumig. Großzügig ist ja, glaube ich, was anderes, ne? Da jetzt spielen. So, ich kann aber erstmal nicht davon ausgehen, dass ich ihn hier fange. Dann müssen wir immer noch gucken, wie es gebietstechnisch aussieht, wenn, naja, er irgendwie hier vielleicht am Ende überall insgesamt 10 Punkte hat. Ich ja irgendwie nichts. Ja, hier habe ich vielleicht 10 und hier habe ich ein bisschen was. Dann muss ich ja doch noch irgendwie hier meine Punkte machen oder so. Oder halt dann mit dem Angriff auf irgendwie eine der Gruppen von ihm so ordentlich profitieren. Also so richtig viel. Das kann noch schwierig werden. One.
sollte ich hoffentlich leben. Da spielt, muss ich ihn dann da rauslassen? Nee, ne, kann ich nicht. Kann ich nicht übers Herz bringen. Ja, das kann auch knifflig werden hier. Hier, wenn er da umbiegt mit dem leeren Dreieck schneiden. Wenn er hier hochzieht, dann habe ich auch Probleme. Wenn er hier rauszieht. Das müsste aber okay sein. Kann ich doch hier. Ne, kann ich sogar hier spielen, ne? Da. Da, 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 da. Und dann hier spielt, habe ich hier Natari, ne? Hier, Atari, Deck. Decke dann hier und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ja, mit dem habe ich doch so halbwegs gerechnet. Auf den wollte ich dann hier spielen. Klar, er kann jetzt irgendwie hier vielleicht einen Kampf anfangen und ich muss gucken, ob ich das Semi-Ei gewinnen kann, wenn er hier ein Auge hat oder so. Aber ich hoffe ja, dass er mich noch gar nicht so richtig einsperren kann erstmal. Und hier hat er doch auch jetzt noch Probleme über Probleme, dachte ich. Mal gucken. Vielleicht wird das hier ein Segi-Lokal oder so. Könnte ich fast schon mit zufrieden sein, ne? Nee, kann ich nicht. Ich will jetzt alle haben. Ich will jetzt einfach mal alle haben hier. Ja. Oh Mann, wie kann man nur so blöd sein? Ja, jetzt kann er da einfach mit zwei Augen leben. Aber dann komme ich ja hier hoffentlich irgendwie raus. Die Gruppe ist allerdings auch noch irgendwie nulläugig, ne? Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Here. Two yo-yos left. Here. Dann kann er da schneiden. Mich irgendwie in der Treppe fangen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Was nicht gut wäre. Was mal gar nicht gut wäre.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nine, eight, seven, six, five, four. Ja, das war ein teurer Spaß hier. Warum habe ich da reingestoßen? Ich hätte hier nur einfach decken müssen, ne? Na, auch den spielen. Und dann da, wenn er dann hier spielt, ja gut, kriegt er auch irgendwie zwei Augen am Ende, ne? Kriegt er dann auch irgendwie am Ende zwei Augen. So, so, so. Ich jetzt hier leben mit dem und dem hier? Ja, ne? Kostet hier zwar auch 5 und hier im Punuki. Dem so, ne? Nein. Ja, ist vielleicht doch zu groß hier einfach mal. Nicht zu sterben. Ist es hoffentlich wert. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Kann ich mal schneiden, oder? Viel bringt aber wahrscheinlich auch nicht. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mann, 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 was für eine schlechte Partie. Hätte ich wenigstens erst einmal hier durchschlagen müssen, ne? Dann hätte ich ja immer noch Zeit gehabt, hier zu leben oder solche Tricks hier zu versuchen. Ja, vielleicht. Nein.
Das ist ein bisschen unkonzentriert hier. Ja, andererseits, die Partie ist auch so unübersichtlich. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich will nach Möglichkeit hier einfach nur leben. Zente, wenn es sogar geht. Kann ich ja immerhin eventuell an diese fünf Steine anbinden, wenn er irgendwas hier versucht. Da muss ich allerdings wahrscheinlich doch erstmal leben. So, dann spielt er doch gleich den. Ja, dann vielleicht auch hier noch spielen. Und dann könnte ich hier anbinden. Kann ich? Nee, kann ich gar nicht, ne? Okay, dann halt nicht. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ah, ich muss eigentlich hier rein, ne? Aber ich hab's mich nicht getraut. Jetzt habe ich viel zu wenig Punkte, oder? Warum habe ich das da unten rechts so verhampelt? Das war einfach zu teuer.
Ja, vielleicht habe ich ja doch noch ein bisschen was erreicht hier. Na, er bringt mich jetzt einfach um hier. Mit dem, ne? Macht er nicht. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Nine, eight. Nine, eight, seven, six, five, four, three. Nine, eight, seven. Hier habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder da zwei Augen zu machen oder hier mit dem Zug ein zweites Auge. Und wenn er das hier irgendwie kaputt macht, Nine, eight, dann ist seven. Möglichkeit. Dann denke ich, nach dem Zug muss er das immer noch spielen, weil auf den, also auf den lebe ich hier. Auf den kann ich hier spielen. Wenn er dann da spielt, habe ich die Möglichkeit da zu spielen und er kann nicht da anbinden und ich gebe, Atari gebe ich Nine, Decke, dann eight, kann er hier nicht mehr seven, anbinden. six, five, Sprich, ich kann jetzt four, einfach da three, spielen. two, one. Das hier ist ja auch ein Auge mindestens, ne? Jo. Ja, jetzt müssen wir uns da doch noch irgendwie durchs Endspiel quälen, oder was? Ja, ist dann Nine, wahrscheinlich am größten, eight, ne? seven, six, five, four. Ja, sagt der ist groß. Nine, eight, seven, six, five, four, three. Wenn er jetzt dieses Atari geben möchte, dann kann ich hier schlagen und das Ko wird für ihn auch gefährlich. Klar, er hat wahrscheinlich ein paar Kodrungen mehr als ich, ne? Na, schauen wir mal. Nine, eight, seven, six, five, four.
Hier leider auch noch irgendwie so 7 oder 8. Das glaube ich einfach nicht. Jetzt hier leben, ne? Aber dann kann ich hier hoffentlich auch noch leben. Na, wer verliert hier am ehesten komplett den Überblick? Er spielt da. Und dann bin ich da wohl tot, ne? Nine, eight, seven, six, five, four, three. Aber er hier doch auch. Und jetzt kriegt er hier ja kein Auge mehr. Keine Ahnung, was davon größer war jetzt. Sind ja auch 10, 20, 30, 40 Punkte hier. Das sind 10, 20, 30. Vielleicht nur 35, aber dafür habe ich hier auch noch ein paar Punkte zusätzlich bekommen. Trotzdem ärgerlich, dass ich diese Gruppe hier unten zum Leben kommen lassen habe. Das war meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja. Den spielen? Da. Spielt da. Deckt er, deckt da, na verdammt. Nine, eight, seven, six, five. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, das könnte es dann für ihn wieder gewesen sein, oder was? Diese Partie ist fürchterlich. Nine, eight, seven, six, five, four.
Nine, eight, seven. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ja, bis hierhin war das Fuseki eigentlich ganz gut, auch J3 war genau der richtige Zug, aber eben auch von Weiß war es im Prinzip alles richtig und deswegen führt Weiß dank der hohen Komi, sind ja chinesische Regeln gewesen, doch noch ein bisschen. Ja, dann habe ich aber eben S16 gedeckt, das war nicht gut und auch hier hätte ich nicht da rausspringen sollen, sondern ja eine Verbindung da aufsetzen. Ich dachte, so könnte ich seine Steine im Zentrum da vielleicht ein bisschen angreifen, naja. Dann hatte ich fast schon vermutet, dieses Atari auf C7 war irgendwie zu früh und bringt nicht viel. Dann musste ich ja dieses Ko spielen und dabei haben wir dann beide einige Fehler gemacht. Dieses Blocken war nicht nötig, da hätte ich dann direkt schon das Ko beenden können. Mir war halt nicht ganz klar, was denn passiert, wenn er meine zwei Gruppen dann irgendwie trennt. Anscheinend komme ich dann aber damit klar. Dann hat er irgendwie zu früh geschnitten, da habe ich ja immer noch das Ko. Da hätte er einfach die Verbindung verhindern sollen und wenn ich dann irgendwie nach und an binde, dann ist ja die ganze Gruppe trotzdem noch augenlos. Dann hätte ich das Ko erstmal nicht schlagen sollen, sondern mit Q13 ja, so ein kleines Kikashi spielen sollen, also so einen Testzug. Wenn er da drauf antwortet mit P13, was normal ist, dann habe ich dahinter die Möglichkeit mit R12 einfach zu verbinden. Ja, und dann führte er schon ziemlich klar. Aber hat dann plötzlich einige Fehler gemacht in dem Kampf unten rechts. Ja, ich allerdings habe auch nicht optimal gespielt, schon am Anfang nicht. Hinterher kamen dann auch ganz große Klöpse. Hier habe ich zu direkt gespielt, da hätte ich einfach erstmal auf M9 rausspringen sollen. Aber alles nicht so schlimm wie sein Zug auf L2. Der hätte dann eigentlich fast die Partie verloren. Aber ich habe dann näher da reingepusht, wofür ich mich dann den ganzen Rest der Partie gehasst habe. War halt auch ein wirklich grober Patzer. Aber danach hatte ich immer noch die Möglichkeit, eine halbwegs ausgeglichene Partie, naja, minus 7 Punkte, aber egal, zu bekommen, wenn ich diesen Anlegezug auf L9 gefunden hätte. Da hätte es ihm vielleicht deutlich schwerer gemacht. Er dann aber nach wie vor auch ein paar Fehler. Und dann hatte ich ja eigentlich gerechnet, dass K9 nicht funktioniert, wegen dieser Variante hier. Aber ist alles gar nicht so schlimm. Ich habe dann ja die Möglichkeit, P11 zu spielen und danach mit M11 ja, den einen Stein zu fangen, selber anzubinden und er muss dann ja mit seiner Gruppe am Rand plötzlich auch leben. Dann kann ich doch wieder mit dem Zug 4 drohen, die Steine unten einzusperren oder den einen Stein da wieder rausziehen. Naja, da hätte ich also ganz prima gestanden. Ja, dann habe ich da ja doch irgendwie panisch gelebt. Da hätte ich tatsächlich, wie ich auch schon vermutet hatte, erst einmal das Ko schlagen sollen. Oder diesen einen Stein schlagen sollen, damit er da nicht mit dem Punuki raus verbindet. Naja, dann stand ich aber die ganze Zeit der Partie über wirklich schlecht. Ich hatte zwar manchmal den Eindruck, na, ich habe doch noch eine Chance, aber die hatte ich nicht wirklich. Im Gegenteil, er hatte sogar die Möglichkeit, meine Gruppe rechts oben zu töten. Die hat er zum Glück auch verpasst, aber er musste sie halt auch nicht töten.